Und nun ist es mal wieder Zeit für Assi-Reviews mit Baron Wilhelm von Assi. Heute alte Macht. Jojojo, das ist das geilste Maker-Spiel, das ich je weibel. Nochmal. Jojojo, das ist das geilste Maker-Spiel, das ich... Jojojo, das ist das geilste Maker-Spiel, das ich je war. Wie kann das nicht machen? Wie kann das nicht? Wie kann das nicht? Spiel, 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 das ist das jauigste Maker. Ich will das nicht, aber ich will dieses Spiel vergessen. Ich kann das nicht machen. Mir ist scheißegal. Sucht euch doch jemanden, der das emotional verkraftet. Und nun ist es mal wieder Zeit für Emo-Reviews mit Graforazio von Emo. Heute... Ach, das ist doch sowieso egal. Ja, das war das emotionalste Maker-Spiel, das ich je in meinem Leben gespielt habe. Also, da war diese Tussi namens Lilly. Und die sagt so, hey, das ist doch ein schöner Tag. Dabei regnet es die ganze Zeit. Ich finde regnerische Tage auch die schönsten Tage. Denn dann fühle nicht nur ich mich die ganze Zeit so schlecht. Und dann gibt es ein Erdbeben. Und dann Lilly so, hey, lass uns doch in die Stadt gehen. Bei einem Erdbeben ist es die allerbeste Idee, in Gebäude zu gehen, die eventuell zusammenbrechen könnten. Denn wer von uns wünscht sich nicht, tot zu sein. Und dann rennen sie vor Jägern weg. Ich renne auch ständig weg, aber... Wen interessiert das schon? Und dann ist da dieser Typ namens Kai. Und der soll Lilly eigentlich umbringen. Aber stattdessen rettet er sie und flüchtet mit ihr. Ich glaube, dieser Kai hat nicht ganz verstanden, welche Rolle er in dem Spiel spielt. Ich weiß auch nicht, welche Rolle ich im Leben spiele. Jedenfalls rennen sie weg und kommen an Orte. Und durch diese Orte gehen sie durch und laufen weiter. Es ist immer wieder dasselbe. Wie in meinem Leben, in dem auch jeder Tag gleich furchtbar ist. Und ich habe nicht verstanden, worum es in diesem Spiel geht, aber wen interessiert das schon? Dann kämpfen sie gegen Elementare und gegen böse Monster. Und sie reden Sachen wie, hey, wir haben dich gerade umgebracht, willst du nicht mit uns mitkommen? Und die anderen sagen dann meistens, ja. Und so finden Lilly und Kai immer mehr Freunde. Zum Beispiel Toran oder Susi oder Uwe. Ich hätte auch gerne ein paar Freunde, aber wie soll das denn möglich sein? Jedenfalls hatte ich das Spiel beendet und keine Ahnung, was gerade eben passiert ist. Aber das interessiert ja auch niemanden. Ich glaube, dieses Spiel ist eine Ansage an uns alle, dass wir uns genau überlegen sollen, wo unser Platz in dieser Welt ist und am Ende feststellen, dass es im Leben um gar nichts geht. Außer um Erdbeben und regnerische Tage. Ich mochte dieses Spiel jedenfalls nicht, aber... Das interessiert doch sowieso keinen. Ich bin Graforazio von Emo und ich gehe jetzt ein Gedicht schreiben. Oh, alte Macht, du bist ein Spiel, doch halt ich von dir nicht so viel. Das Gameplay nahm mich grad so hin, doch die Story war echt schlimm. Die Grafik war auch keine Wonne, das Mapping ziemlich für die Tonne. Die Soundeffekte voll der Scheiß, auch die Musik, die nervte meist. Ich raffte nicht, worum es ging und weil ich meistens nur festhing und mir das Spiel auch nicht gefiel. Würde ich es wohl nie wieder spielen. Und weil ich am Spiel keine Freude fand, gehört auch zu dem, der es gemacht, gebannt.